Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Foundation. Und es ist mittlerweile die 28. Folge. Das heißt jetzt tatsächlich, 4 Wochen lang kam jetzt jeden Tag. Das stimmt jetzt nicht so ganz, weil ich es einmalig geschafft habe. Aber knapp 4 Wochen kam jetzt jeden Tag eine Folge Foundation. Das ist sehr schön. So. Was wollen wir in dieser Folge noch machen? Das ist die große Frage. Wir müssen eigentlich nur noch gucken, dass wir so ein bisschen erweitern. Ich glaube, im Moment läuft so ziemlich alles ganz gut. Also Nahrungsmittelproduktion ist so richtig gut. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben relativ wenig gelagert in den Warehouses. Was also bedeutet, dass wir vielleicht hier nochmal irgendwie ein paar Sammlerhütten machen sollten. Denke ich mal. Könnte natürlich auch noch irgendwas zukaufen, aber irgendwie bin ich da im Moment jetzt nicht so von überzeugt, dass das sinnvoll ist. Weil wir sowieso schon so viel Steuern zahlen. Wobei wir vielleicht sagen könnten, hey, wir kaufen hier hinten und da und dann hauen wir hier noch jede Menge Sammlerhütten hin. Allerdings bedeutet das, dass eigentlich unsere Siedler dann recht weit laufen müssten. Dennoch, ich werde zumindest ein Territorium kaufen, weil wir hier ja abholzen wollen. Ich werde mal ein bisschen Wald da lassen, denn sonst ja, wird das, glaube ich, hier mittlerweile echt zu schlimm. Aber bald gar kein Wald mehr. Und das finde ich hier eigentlich ganz nett. Ich würde dann hier wahrscheinlich so durch... Ja. Durchholzen. Wollen wir hier mal durchholzen? Ja, wir wollen hier durchholzen. So, bam. Hier kommt dann so ein Weg hin. So, und wir möchten natürlich, dass hier oben noch ein paar mehr Leute wohnen können. Ziehen wir das hier so durch. Ach, wisst ihr was? Weg damit. Weg damit. Dann machen wir hier so einen schönen Übergang. Zack. So, jetzt können die abholzen, so viel sie wollen. Ich glaube, da wird uns in nächster Zeit hier irgendwie nicht das Holz ausgehen. Das passt dann also. Wie sieht's eigentlich aus hier hinten? Hatte ich nicht hier auch noch ein Holzfäller-Camp? Genau, hatte ich hier auch noch. Arbeiten da auch Leute? Die arbeiten noch. Das ist gut, weil da haben wir an das Sägewerk. Das heißt, die brauchen regelmäßig Nachschub. Der Förster arbeitet auch. Die haben ein bisschen was eingelagert, also passt das. Sehr gut. Jetzt. Wie sieht es denn hier eigentlich mit so einem Fischlagerhaus aus? Nix. Was könnte hier für der Grund sein? Das Blöde ist, man kann halt hier bei dem Zeug kann man nachsehen in etwa, wo es ist. Und hier klappt das jetzt nicht. Wir müssen kurz pausieren. Gesandter ist gekommen. Wir schicken den natürlich wieder los, denn... Hey, ja, Mann. Natürlich möchte ich Geld haben. So, wir sollten mal anfangen, hier unten die Leute zu nehmen. Dann schicken wir die mal los. Die heutige Episode wird definitiv jetzt endlich mal kürzer. Ich muss mich wirklich kürzer fassen. Das ist... Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wirklich. Wie oft meine Folgen Überlänge sind. Ich kann es einfach nicht. Ich tue mich so schwer mit dem Kurzfassen. Unglaublich. Das ist gerade Fisch. Ah, da sind wieder 15 Fische abgeholt worden. Ne? Also. Passiert wohl doch was. Das ist schon mal gut. Ist das eigentlich ein Läufer? Das ist ein Träger, genau. Der holt wirklich den Fisch ab. Ja, schön. Wie viel bringt der gerade? Wieder 15. Also ist das mit diesen Transportaufträgen dann doch ganz vernünftig. Sprich, die laufen und funktionieren also doch. Das ist schon mal gut. Weil da hatte ich irgendwie immer so die Zweifel, dass das irgendwie wirklich gut funktioniert. Aber manchmal tut's das dann doch. Okay. Jetzt, wir haben da hinten was gemacht. Dann haben wir dort ausgewiesen, dass dort abgeholzt werden darf. Das ist sehr gut. Jetzt können wir eigentlich wieder neue Leute reinlassen, denn im Moment befriedigen wir so ziemlich alles. Das heißt, es ist wieder Platz. Komm mit. Was ist hier? Ja, Arbeitsplatz ist vollgestopft beim Stonecutter. Na gut. Ich könnte natürlich hier jetzt auch versuchen, dass wir das verkaufen. Ob letztlich gehandelt wird, keine Ahnung. Da behauene Steine. Wir probieren das einfach mal. Dann werden wir jetzt halt einfach anfangen. Ach so, haben wir schon.
Haben wir schon? Wie viele haben wir denn aktuell eingelagert? Wir haben 371. Auf gut Deutsch, das funktioniert das auch nicht. Geil. Die müssen was machen, dringend. Denn so kann das nicht weitergehen mit dem Handel. Ich muss mich darauf verlassen können, dass ich das Zeug abgesetzt bekomme. Ich meine, klar, ich verstehe, dass man nicht immer die massivste Nachfrage irgendwie hat bei was, weil vielleicht die Leute dort gerade nichts brauchen. Aber im Allgemeinen sollte das doch eigentlich funktionieren. Oder etwa nicht. Ich mich da jetzt. Ich glaube, ich irre mich nicht. Und übrigens könnten wir hier noch eine Sammlerhütte hinstellen. Das ist in der Nähe vom Markt, das passt schon. Kriegen wir dort ein bisschen Holz hin? Vielleicht machen wir hier noch eine weitere hin. Kommt, wir machen hier noch eine weitere Sammlerhütte hin. Wir haben so viele Leute, die keinen Job haben. Oder besser gesagt, die darauf brennen, hier wieder mitzuarbeiten. Geben wir ihnen die Chance. Wird echt nicht weiterverkauft. Wahrscheinlich ist vielleicht auch das Problem, dass wir das nicht vernünftig einlagern, oder? Sollte ich hier einfach mal den... Ich nehme hier mal den Fisch weg und lagere hier mal Steine ein. Hier, behauene Steine, lagert die mal ein. Vielleicht funktioniert das dann. Werden wir sehen. Wie läuft es denn hier am Markt? Was kriegen wir verkauft? Davon kriegen wir jede Menge verkauft. Es gibt gut Schotter. 16 Fische immer in die Woche verkauft. 43 Brote und... Nehmen wir auch kein Problem. Aber hier, ihr seht ja, irgendwie wird es nicht so vernünftig hingeliefert. Und ich sage jetzt hier einfach mal, ich behalte alles für mich. Aber wir hatten hier doch, genau, wir haben doch hier ein Lager. Und das müsste doch hier immer vernünftig alles eingelagert werden. Na, ich glaube, das ist wirklich so ein generelles Problem mit den Trägern. Ich denke, das ist ein Trägerproblem. So, und dann werden wir jetzt hier mal ein paar Leute einstellen. Und die nächste Sammlerhütte hier ist auch fertig. Stellen wir hier auch Leute ein. Wie sieht es denn aktuell aus mit den Arbeitslosen? Gar nicht mal so viele. Okay. Ja gut, wir haben jetzt auch plötzlich 6 Stück in Arbeit gebracht. Das ist schon tüchtig. Wie sieht es im Allgemeinen aus hier mit Dingern? Okay. Sollten wir ganz kurz pausieren. Ich will die Abbaugebiete jetzt hier wieder wegnehmen. Genau, nehmen wir das wieder weg. Hier können wir so ein bisschen reingehen. Nein, 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 das will ich schon weg haben. Zack. Das hier hinten, ne, das müssen wir noch lassen. Da wollen wir sowieso noch nicht bauen, da ist es nicht so wichtig. Hier das Gebiet können wir dann gleich wegnehmen, ist aber relativ flatt. Da baue ich noch nichts rum. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu schmal. Wir müssen das hier vergrößern. Also ja, ich will was stehen lassen, aber ja, ich will nicht alles stehen lassen. Also werden wir hier nochmal so ein bisschen reinhämmern lassen. Warte mal, wir machen hier eine schöne Linie. So ist gut. Das passt. Dann haben wir hier noch so ein kleines Wäldchen. Das sieht ganz neckisch aus. Und der Rest sind dann Wohngebiete. Läuft. So. Dann kann ich jetzt neue Wohngebiete ausweisen. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sind echte Prime-Spots. Oh. Was wollte ich hier lagern? Hier wollte ich wahrscheinlich auch Fisch lagern und Nahrung und so ein Zeug. Also holen wir mal Brot. Holen wir mal Fisch. Holen wir mal Hopfen. Ach so, Beeren und... nee, nicht Hopfen. Kräuter waren's. Kräuter? Kräuter. Genau, bringen wir das mal hier hin, denn das ist in der Nähe vom Markt. Das ist so perfekt. Dadurch haben wir relativ kurze Laufwege und das wollen wir ja. Sehr gut. Ah, 50 Brote. Ja, perfekt. Dann können die jetzt hier weitermachen, denn ich habe die große Vermutung, dass einige hier... Ja, der hier hat schon den Betrieb eingestellt. Wir haben einfach zu viel. Wir haben, glaube ich, jetzt die Wege, die sie gehen müssen, viel zu effizient gestaltet. Das ist, denke ich, ein kleines Problem.
Aber gut, müssen wir mit leben? Was machen wir denn jetzt in der jetzigen Folge? Haben wir doch Großprojekte im Moment eigentlich nicht. Wir lassen jetzt nur hier so ein bisschen rumbauen. Ha. Was wir machen könnten, wäre, dass wir hier diese kleine Kirche abreißen und hier dann irgendwie noch eine größere Kirche hinbauen mit einem Markt. Aber das ist halt auch irgendwie Käse. Was halt am klügsten wäre, wäre tatsächlich so, wir klatschen hier die Häuser weg und bauen hier mitten rein Kirche und Markt. Könnten wir machen. Aber dann ist halt die Frage, wie das Ganze denn da wird. Kann ich da einfach sagen, dass ich das Zeug da drüber baue? So, Markt haben wir dann hier oben. Und wir jetzt hier da eine große Kirche hinbauen. Das ist Käse. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde die Kirche dort jetzt erstmal noch erlassen, weil das hat irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin von dem Ganzen hier nicht mehr so wirklich überzeugt, wie das gebaut wurde. Ich meine, das war damals das Richtige, aber das heißt nicht, dass es jetzt heute das Richtige ist. Das müssen wir eigentlich überarbeiten. Da oben ist mir relativ Platz, ob die jetzt weite Wege haben. Da ist gut alles eingelagert. Ich kann mir auch noch versuchen, dass wir irgendwie Kohle verkaufen oder so. Werkzeuge, hier könnte noch gearbeitet werden. Ich bin nicht begeistert und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir erweitern sollen. Worum es jetzt geht, wir befriedigen aktuell so alle Bedürfnisse. Das heißt, wir könnten einfach nur gucken, dass wir hier ein organisches Wachstum haben und vor allem natürlich hier hinten in dem Bereich rum, dort wo also die neue Kirche ist. Aber dann müssten wir einen Plan machen, wie wir da jetzt weiter vorgehen. Also ich habe ja schon gesagt gehabt, dass wir hier abbauen werden. Das heißt eigentlich, dann könnten wir uns hier hinten das Gebiet einverleiben und da oben vielleicht noch. Und sagen dann, das neue Wohngebiet wandert hier dann so rum. Dann können wir hier wieder so ein bisschen Agrar anschließen. Da oben irgendwie was anderes. Könnte funktionieren. Jetzt ist aber die Sache, wir brauchen im Moment eigentlich noch gar nicht den Platz. Und wir haben noch genügend Platz für Wohngebiete. Das ist also nicht wirklich das Problem, um das wir uns kümmern müssen. Wir schauen mal, was wir hier noch machen könnten. Vielleicht mache ich dann sowas hier. 15 Prunk. Das könnte funktionieren, indem ich hier irgendwelche Gebäude baue. Nämlich namentlich Bergfriede. Denke ich. Dann würde ich sagen, bauen wir mal so Verteidigungsanlagen. Gibt es auch Steine in der Bergfriede? Wahrscheinlich, ne? Wie viel brauche ich denn von dem Prunk? 15 bräuchte ich von dem Prunk. Aktuell haben wir 5. Das heißt, ich müsste hier einfach mal ein paar Bergfriede hinbauen. Dann machen wir das einfach. Können wir ja später wieder abreißen. Weil im Moment erfüllen sie halt einfach null Nutzen, außer dass sie uns ein Geld kosten. Aber wir machen das einfach. Wir machen zum Beispiel direkt hier so einen Bergfried hin. Denn aktuell ist das ja noch unsere Grenze. Dann machen wir den auch noch fett hoch. Das sieht mega groß aus. Aber mit der Holzplatte wollen wir es nicht abschließen. Das ist ja echt lame. Das ist die gute Platte. Die gute Platte. Dann würde ich sagen, drehen wir das mal noch, damit wir hier die Tür auch haben. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird, wenn tatsächlich jetzt dann demnächst mal Feinde hinzukommen. Das würde mich zumindest freuen. Bam. Trainingspuppen. Ja. Dann klatschen wir denen auch noch eine Zierfahne hier drauf. Okay. Geben wir das in Auftrag. Wo können wir denn noch so ein Ding hinbauen? Hier. Einfach so ins Nirgendwo. Es ist ja egal. Wie gesagt, wir machen es im Moment, damit wir irgendwie so ein bisschen Prestige kriegen. Aus dem Grund. Hallo?
Wo ist die Tür? Die Tür wäre dann da. Stellen wir das direkt hier so hin. Ich glaube, da werden wir sowieso nicht erweitern. Aber das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht mal so blöd. Eventuell überrascht uns dann demnächst so ein Patch. Und dann gibt es plötzlich doch Gegner. Mach hier mal die Tür hin. Hier, das kriegt man die Holzplatte. Ah, dann machen wir noch ein Fähnchen drauf. Gucken wir mal. Ja, also mit den Befestigungsanlagen, da müssten sie wirklich noch was tun. Und dann beginnen wir auch hier den Bau. Ich meine, das sollte nicht das Problem sein. Wir haben jede Menge Leute, jede Menge Handwerker. Wir haben die ganzen Werkzeuge und alles. Passt. Das sollte sehr schnell stehen und dann schaffen wir es ja wohl endlich mal, die Jagdhütte freizuspielen. 15 haben wir jetzt dafür gebraucht, ne? Genau, 15. Und das steht jetzt demnächst verfügbar. Das heißt, das wird wohl nichts mit den 40. Ja, da müssen wir gucken, dass wir dann den Waffenschmied vielleicht noch irgendwie kriegen. Hier ist aber aktuell noch die große Frage, wird der Waffenschmied einen Sinn erfüllen? Sprich, werden Waffen gehandelt werden können? Denn es wäre natürlich lukrativ. Wenn wir hier mal reinschauen, dann würden wir tatsächlich 50 Gold für eine Waffe kriegen. Das wäre schon nett. Ja, aber nachdem der Handel nicht funktioniert... Naja, ihr seht, wo das Problem ist. Und ich weiß nicht, ob das dann an unsere Truppen ausgegeben wird. Ob die dann krasser bewaffnet sind oder so. Keine Ahnung. Und ich meine, sind wir ganz ehrlich, es hätte ja noch nicht mal eine Funktion im Moment. Das ist das, was mich so ein bisschen anwurmt, um ehrlich zu sein. Das müssen die überarbeiten. Und ich habe immer noch nicht nachgesehen, was die jetzt für Schritte quasi in nächster Zeit einleiten wollen. Um hier ihr Spiel so ein bisschen voranzubringen. Oh, übrigens könnten wir hier vielleicht sagen, baut mal ab. Okay, ich habe hier... Ja, das passt schon. Das ist schon richtig, dass wir da oben den Standort schützen würden im Fall der Fälle. Es kann ja wirklich sein, dass sie über Nacht einen großen Patch reinbringen und dann plötzlich kommen die Gegner und marschieren ein. Aber ich vermute fast, dass das irgendwas wäre dann für eine zweite Staffel Foundation. In vermutlich etwas fernerer Zukunft. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich was Mittelfristiges. Die müssen hier einige andere Sachen erst nochmal regeln. Also ich würde halt im Moment dafür sorgen, dass es ein paar mehr Models gibt, damit die dass die KI überarbeitet werden würde. Bessere Lager, unbedingt. Ja, was könnte man noch machen? Das hier oben nervt mich mit dem UI. Dass das Zeug dann so rausbackt. Finde ich nicht gut. Da müsste man sich auch was einfallen lassen. Ja. So, jetzt können wir eigentlich nur warten, bis unsere Bergfriede fertig sind. Und dann können wir mal fast schauen, dass wir vielleicht zumindest noch eine Jagdhütte in der jetzigen Folge bauen. Oder zwei. Denn ich wäre sehr gespannt, was die Jagdhütte eigentlich tut. Also ich hoffe, dass die dann wirklich jagen und dann kriegen die Leute hier noch irgendwie Fleisch oder so. Aber warten wir es ab. Es ist zumindest so aktuell das, worauf ich spekuliere. Muss ich dann sagen. Wie sieht es denn mit unseren Waren aus? Es wird nicht wirklich weniger. Das wird nicht wirklich weniger. Ja, und hier wird sowieso nicht weniger. Welch Frage? Welch Frage? Wie sieht es mit unserem Bergfrieden aus? Das wird auf alle Fälle schon mal gewerkelt, aber wir bräuchten halt mehr Bretter. Und die sind, glaube ich, so aktuell ein bisschen unser Problem. Die sind nicht nur ein bisschen unser Problem, die sind ein sehr großes Problem. Ich denke nämlich, dass wir tatsächlich nur noch ein Sägewerk haben. Und ich zu wenig von den Blättern im Allgemeinen einlager, kann das sein? Hier sind noch 20 drin, das ist schon mal gut. Hier sind, naja, auch nochmal knapp 20 drin, das ist auch okay.
Ich habe hier irgendwo noch ein Baustofflager. Naja, da sind Steine drin. Hier waren noch Bretter. Hier waren auch noch Bretter. Was aber halt irgendwie nichts bringt, ne? Mist. Das sind zu wenig Bretter. Okay. Wir brauchen jetzt hier irgendwo ein zweites Sägewerk. Dann würde ich das wahrscheinlich irgendwie hier mit reinstellen. Aktuell bauen wir ja sowieso hier was ab. Und unsere Neuankömmlinge ziehen hier ihre Wohnungen hoch. Dann wäre das doch irgendwie ganz gut, wenn wir vielleicht direkt bei ihren Arbeitsstellen auch ein Sägewerk hinbauen. Nicht Arbeitsstellen, sondern bei ihren Wohnorten. Dann müssen die nicht so weit laufen. Machen wir hier mal High Priority drauf und dann geht's hier hoffentlich ein bisschen besser ab. Das heißt aber, wir schaffen das mit dem Bergfrieden nicht mehr in der Folge. Das ist blöd. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Es wird wieder ein bisschen länger, ja. Aber, ist jetzt mal so. Wir warten jetzt hier, bis zumindest das fertig ist. Ein Gesandter bittet um eine Audienz. Aber natürlich, ich werde meine Truppen weiterhin schicken. Denn Geld ist Geld. Und wir verdienen aktuell viel Geld mit unseren Kriegen. Oder wir helfen mit den Kriegen. Und verdienen dadurch Geld. Vielleicht nicht die netteste Art und Weise, Geld zu verdienen, aber hey. It's a game. Ja, sollte schon passen. Wie sieht's eigentlich mit den Fischen aus? Wie viele haben wir aktuell? 191. Wo gammeln die rum? Also hier schon mal nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die das tatsächlich selbst hier hochtragen. Oder selbst zum Markt. Jetzt ernsthaft. Wir bringen das gerade, glaube ich, selbst zum Markt oder so. Es läuft irgendwie nicht wie gewünscht. Das macht da keinen Sinn, ne? Die KI müsste quasi dafür sorgen, dass das Zeug in der Nähe, wo es produziert wird, auch ins Lager eingelagert wird, wenn da der Auftrag gegeben wird. So. Jetzt wäre es halt praktisch, wenn du dann weitere Lager hast, wo du weißt, da ist nichts in der Nähe. Dann müsste die KI sagen, hey, dann gehen wir zu dem Lager in der Nähe, wo das Zeug ist. Ne? Sodass die Leute, hier, die Heinis, die können das direkt ins Lager bringen quasi. Und vom Lager aus wird das dann mit den Trägern verteilt. Oder die Träger holen es dann direkt bei den Dingern ab. Auf alle Fälle müssen hier die Laufwege effizienter gestaltet werden. Das wäre wirklich super wichtig. Super, super wichtig, aber so wirklich scheint das nicht zu funktionieren. Weiß ich noch nicht wieso. Was zum... Ist bitte ein Bauarbeiter. Okay, ist ein Bauarbeiter. Dann ist gut. Wie sieht's denn hier aus? Komm wieder voran. Naja. Mehr schlecht als recht. Aber hier sieht es ganz gut aus, würde ich mal sagen, mit den Wohngebieten. Die werden auf alle Fälle größer. Sehr schön, ein weiteres Wohnhaus ist fertig. Jetzt, wenn die hier natürlich auch noch das fertig machen würden. Wenn der gute Hans also kommen würde, könnte ich dann jetzt jeden Moment mal die Folge beenden. Komm schon, Hans. Ja, sehr gut. Dann hauen wir das mal rein. Dann kriegen wir jetzt hier auch jede Menge neue Leute, die hier Holz sägen werden. Das sollte doch jetzt unsere Holzplattenproduktion ordentlich antreiben. Dann kriegen wir hoffentlich auch die Bergfriede in der nächsten Folge fertig. Und da müssen wir mal gucken. Wir brauchen Ziele. Das ist so das Ding im Moment. Müssen wir sehen, was wir finden. Okay. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Vor allem schönes Wochenende für diejenigen, die das noch heute sehen. Und wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dahin. Und ciao.